Sie sind hart, sie sind cool, sie sind emotional. Sie tragen Masken, Waffen, Skinny Jeans. Sie sind auf der Straße, sie sind Gangster-Rapper tragen schusssichere Weste und messen sich im Punkto Wert schmutzigere Texte. Sie schmücken sich mit einer Nutte und einer Kette. Ihre Hauptaussage lautet: Guck, ich bin der Beste. Straßen-Rapper tragen Air Max, Pikal, die Hose sitzen in den kalten Zeiten meist vor dem heißen Ofen. Denn im Winter ist die Straße nicht so angenehm. Doch laber sie nicht voll, denn sie schlagen dich im Handumdrehen. Emo-Rapper tragen lange schwarze Haare, ne Klinge für die Arme und paar Ringe durch die Nase. Alles scheiße. Sie klagen über Gott und die Welt. Ich glaub, dass ihnen deutscher Rap trotzdem gefällt. New School Rapper tragen immer nur den neuesten Trend und sind fly, weil sie ganz tolle Geräusche können. Yeah. Sie sind cool und haben die alte Schule hinter sich, lieben Autotune und wissen, wie man die Stimme pusht. Ich bring die Fakten aus dem Schatten ans Licht. Diese Rapper-Rasse ist schon eine Klasse für sich. Sie hassen sich und dass sie streiten ist kein Zufall. Doch jeder davon kann auf seine eigene Weise gut sein. Ich bring die Fakten aus dem Schatten ans Licht. Diese Rapper-Rasse ist schon eine Klasse für sich. Mir bereitet diese Szene Vergnügen. Sag mal, kennst du auch einen dieser Stereotypen? Oldschool-Rapper tragen immer noch die weiten Hosen, kennen noch die gleichen Posen, hängen an den alten Strophen. Sie finden den modernen Scheiß so abgespaced, lieben das Vinyl, aber hassen diese Plastikwelt. Battle-Rapper tragen Beef-Offs mit Punchlines und klingen aggressiv auf dem Beat, so wie Rammstein. Man kann sie in den Foren zu tausend sehen, sie gewinnen später, wenn sie groß sind, das VBT. Hipster-Rapper tragen hautenge Jeans und wollen alles kaufen, was im Schaufenster liegt. Doch sie haben leider keine Kohle mehr am Start, denn die ist draufgegangen für die ganzen Mode-Accessoires. Image-Rap tragen Masken, denn im deutschen Rap gelten diese Teile schon seit Jahren als Erfolgsrezept. Sie können aus normalen 0815 Affen innerhalb von nur ein paar Tagen einen Künstler machen. Ich bring die Fakten aus dem Schatten ans Licht. Diese Rapper-Rasse ist schon eine Klasse für sich. Sie hassen sich und dass sie streiten ist kein Zufall. Doch jeder davon kann auf seine eigene Weise gut sein. Ich bring die Fakten aus dem Schatten ans Licht. Diese Rapper-Rasse ist schon eine Klasse für sich. Mir bereitet diese Szene Vergnügen. Sag mal, kennst du auch einen dieser Stereotypen? Und so Romantik plus Blumenstrom. Da wo ich herkomm, regiert der mit der größten Fresse. Seid ihr Feier, nicht trinkt Whisky, aber ihr solltet endlich mal kapieren. Ich repräsente eine längst totgeglaubte Ehre. Ich kann kack Fug und scheiß auf dein Stern. Wenigstens passt die Karte zu den Johns. Mach den iPod an und alles, was ich höre, ist. Ich bring die Fakten aus dem Schatten ans Licht. Diese Rapper-Rasse ist schon eine Klasse für sich. Sie hassen sich und dass sie streiten ist kein Zufall. Doch jeder davon kann auf seine eigene Weise gut sein. Ich bring die Fakten aus dem Schatten ans Licht. Diese Rapper-Rasse ist schon eine Klasse für sich. Mir bereitet diese Szene Vergnügen. Sag mal, kennst du auch einen dieser Stereotypen?